Moin liebe Kommando-Freunde, ich bin's euer Marcel und ihr seid herzlich willkommen hier bei uns auf dem Channel NES Kommando. Prost, ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee, denn das gehört heute dazu. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder zu einer Pickups-Runde, ja? Das ist ja nur auch schon ein bisschen her. Und es hat sich einiges getan hier bei uns auf dem Kanal und Pickups waren länger nicht mehr dran. Einige Sachen habe ich hier auch schon ein Weilchen liegen. Einige Sachen sind vom Flohmarkt, wo ich letztens mit dem Jansel war. Es gibt heute richtig geile Sachen, also richtig schöne Highlights. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Mal gucken, was wir so Neues am Start haben. Wir starten direkt, weil es gibt viel zu zeigen, Freunde. Und ich fange an mit einem kleinen Flohmarktbesuch. Ich war nämlich an Halloween morgens noch mit dem Jansel auf dem Flohmarkt, ja, auf dem großen Hallenflohmarkt hier bei uns in der Gegend. Und bei Privatleuten habe ich nichts gefunden. Dafür haben wir die Händler besucht. Kann man ja auch gerne mal machen. Es waren einige größere Händler da und die hatten schöne Sachen. Und da gab es ein bisschen aktuelleres Zeug zu kaufen. Und zwar habe ich mitgenommen für 4 Euro ein paar zerquetschte den vierten Teil von Assassin's Creed, ja, Black Flag. Und, oder ja, ob das jetzt wirklich der vierte Teil ist oder ob das einfach nur Assassin's Creed 4 heißt. Ehrlich gesagt, ich bin kein Assassin's Creed-Profi, ja, kein Veteran in der Spielereihe. Aber die meisten Teile kenne ich natürlich schon so ein bisschen vom Sehen, habe auch hier und da mal ein Let's Play geguckt. Aber jetzt, wo Origins draußen ist, worauf ich auch ein bisschen Bock habe, habe ich gesagt, Black Flag kann ich ja mal nachholen. Und ich meine, für 4 Euro irgendwas einen der wohl besseren Assassin's Creed-Teile zu zocken. Warum nicht? Finde ich richtig geil. PlayStation 3, Assassin's Creed, Black Flag. Und am selben Stand gab es für mich ein Telltale-Game. Ja, in Telltale sind ja diese Walking Dead-Spielemacher, ne, wo man immer so schwierige Entscheidungen treffen muss und so. Und ich habe mir geholt The Wolf Among Us, soll auch ein sehr, sehr geiles Spiel sein. Basiert auf den Fables-Comics von DC. Ja, und hat diese interessante Mischung von Fabel und Sagen, Tieren, Fabeltieren in der realen Welt. Ist ein ziemlich brutales Spiel wohl, auch in dieser Cell-Shading-Comic-Grafik und ja, sehr entscheidungsbasiert dieses Spiel. Es gibt x verschiedene Enden, beziehungsweise du kannst die Geschichte ja, mit deinen Entscheidungen hart beeinflussen und das hat mir bei The Walking Dead so mega gut gefallen und ich freue mich auf The Wolf Among Us. Dann gab es noch zwei nagelneue PS4-Games, die beide noch sealed waren auf dem Flohmarkt. Das eine kommt vom guten Dirk von Crazy Games, da habe ich mir Pharaonic geholt. Einen kleinen Geheimtipp eigentlich vom Jansel, von Sodesco ist das veröffentlicht. Welche Studios sind das denn? Milkstone Studios, kenne ich jetzt nicht. Bin ich jetzt auch nicht so der, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus mit den ganzen Studios und so. Aber es sind kleine Indie-Entwickler und Pharaonic gab es hier. Ein Dark Souls-eskes Spiel in so einem Ägypten-Setting. Jan hat gesagt, ihm hat das überraschenderweise extrem gut gefallen und ich sollte mir das mal mitnehmen. Er hat das irgendwann letztens mal in dem Video gezeigt und da haben einige auch in den Kommentaren geschrieben, dass sie sich das geholt haben und auch sehr geil fanden. Und da habe ich jetzt mal zugeschlagen. Soundtrack ist auch noch mit bei, finde ich sehr, sehr geil. Und ja, gab es für 19 Euro neu beim guten Dirk und das habe ich dann mal nicht liegen lassen. Hatte ich irgendwie auch Bock drauf und mal so ein bisschen ja, Current-Gen-Zeug mal mitzunehmen. Und das letzte PS4-Spiel von dem Flohmarkt, was ich gekauft habe, war auch neu, es war auch noch sealed bei einem anderen Stand, und zwar Earthstorm. Earthstorm ist ein, auch so ein kleinerer Indie-Titel, so ein 2D-artiges, ich habe es noch nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich, ne? Muss man irgendwie mal gucken, Gameplay blende ich euch ein, von Rising Star jedenfalls, Rising Star finde ich pauschal schon mal meistens geil. Und soll wohl ganz geil sein. Jan hat gesagt, das ist so ein bisschen so ähnlich wie diese Spiele von Vanillaware, ne? Also Odin Sphere oder Dragon's Crown oder sowas in der Art. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, vielleicht ist es auch kompletter Mumpitz. Und naja, ich habe es mir jedenfalls mitgenommen, Earthstorm, und es sah vielversprechend genug für mich aus. Ich hatte Bock drauf und fertig. Ja, so einfach ist es manchmal. Und um PS4 abzuschließen für heute, zeige ich euch noch eine kleine Bestellung, die ich bei Limited Run gemacht habe. Ja, auch bei mir ist es endlich angekommen. Ich habe mir ein Wonderboy The Dragon's Trap auch bestellt. Da habe ich mit Jan zusammen bestellt, beziehungsweise er hat bestellt für mich mit. Und ja, hat ein bisschen gedauert. Wonderboy The Dragon's Trap, ein Remake des alten Master System Klassikers. Und nicht nur ein Remake, sondern eben so ein richtig schönes Remake mit einer tollen, alternativen, frischen, handgezeichneten Grafik, ja.
wahlweise umschaltbar auf die Originalgrafik. Richtig schönes Spiel, haben wir übrigens gestreamt, falls ihr noch mal ein bisschen ins Spiel reingucken wollt. Technisch war der Stream so ein bisschen hakelig, aber falls ihr Bock habt, noch mal reinzuschauen, verlinke ich euch das oben noch mal. Ne? Wonderboy The Dragon's Trap, also jetzt auch in der Sammlung hier bei mir. Oh yeah. Bevor der kalt wird, noch ein kleiner Schluck Kaffee. Dann switche ich mal über zu ein bisschen Papier. Ich habe bekommen vom Martin, das ist ein Zuschauer, der hat mir ein kleines Goodie-Paket geschickt, nachdem ich ihm mal eine Promo-Disc für die PlayStation 3, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie ein Ratchet & Clank, habe ich mal von Ree, glaube ich, bekommen als Goodie. Konnte dann da nichts mit anfangen und habe ihm das als Promo-Sammler ja quasi einfach so für Versandkosten weggeballert. Und er wollte sich dafür bedanken, hat geschrieben, hey Marcel, ich möchte mich nochmal bedanken für die Promo. Da leider zwischen uns bisher kein richtiger Tausch zustande kam, dachte ich mir, schicke ich dir ein kleines Goodie-Paket. Mit der Hoffnung, du hast etwas Spaß dran. Ne? Goodie Nummer 1, ein paar NES-Anleitungen, die zeige ich euch gleich. Dann hat er mir geschickt ein Darkwing Duck Bootleg-Modul für den Game Boy. Damit kann ich nichts anfangen, weil ich das Original hier schon habe. Aber hey. Und Goodie Nummer 3 ist was Selbstgemachtes. Und zwar ein im Dunkeln leuchtfähiger Bügelperlen-Kirby. Ja, auch der, den habt ihr vielleicht in der Roomtour schon gesehen. Vielen Dank, Marty von Nerds Playground. Brief darf in der Pickup-Folge vorgelesen werden. Das ist ja gut, ne? Habe ich hiermit gemacht. Dann hat er mir noch drei Anleitungen geschickt. Eine fürs 3-in-1-Modul. Bisschen abgerockt, brauche ich auch nicht, aber vielleicht hat man ja mal ein Modul übrig. Und zwei Sachen, die ich auch in der Sammlung gebrauchen kann. Eine Parodius-Anleitung, sehr geil, ne? Parodius-Anleitung hat mir noch gefehlt. Und auch sehr abgerockt, aber hatte ich noch nicht, finde ich richtig geil. Die Anleitung, beziehungsweise die Karte, nicht die Anleitung, die Karte von The Legend of Zelda. Leider, wie gesagt, ein bisschen geklebt hier, ein paar Löcher da, ein bisschen bekritzelt da. Aber Freunde, ist mir erstmal egal. Diese Karte löst bei mir sehr viel Nostalgie aus, ja, total nostalgische Gefühle. Und das finde ich richtig cool. Ja? Also dieses, ein paar Strategien, ein paar Geheimtipps hatte ich halt früher auch. Und es ist wirklich sehr schön, sich das nochmal anzuschauen. Und die macht sich auf jeden Fall auch gut bei meinem entsprechenden Spiel. Ne? Also die Zelda-Karte und Parodius-Anleitung, hammergeil. Vielen Dank, lieber Martin. Dann habe ich bekommen vom guten, ich glaube Adrian, falls ich mich täusche, schreibe ich es hier unten nochmal hin. Der hat mit mir nämlich NES-Anleitungen getauscht, beziehungsweise er hat mir zwei Anleitungen geschickt, zwei richtige Kracher-Anleitungen. Ne? Einmal Euphoria und einmal Panic Restaurant. Panic Restaurant, richtig fein, also richtig fein. Die sind auch in einem Top-Zustand, habe ich getauscht gegen ein New Zealand Story Modul, lose PAL B, glaube ich. Ne? Voll geil. Also das sind zwei recht seltene Games und eben entsprechend auch recht seltene Anleitungen. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank. Und ja, bevor ich jetzt zu meinem letzten Stack komme, wo es ein bisschen spezieller wird, es gibt nämlich Zeug für mein Delikatessenregal, sei noch einmal ganz kurz auf meine Roomtour hingewiesen. Wenn ihr Bock habt, die Roomtour nochmal zu gucken und euch schon die ganze Zeit wundert, wieso das hier bei mir so komisch aussieht, schaut nochmal oben rein, guckt euch die Roomtour an, lasst mir gerne einen Kommentar und ein Like da. Und ich würde sagen, wir gucken uns den Rest an. Es geht um den Alles-Anfang-Björn. Ja, kleine Hintergrundgeschichte. Und zwar hat der Alles-Anfang-Björn sich nämlich, wir haben mal so regelmäßigen Kontakt eigentlich, kann man sagen. Und der hat sich ein AVS-System bei retrousb.com bestellt. Ja, wer da nicht weiß, was das AVS ist quasi, ja, wenn man so will, ein NES-Klon, mal so ganz blöd gesagt. Allerdings, mit ein bisschen, ja, Special Features, wenn man so will. Erstens ist es eine Hardware-Simulation, also es ist quasi NES-Hardware nur neu. Ich sage das mal so ganz salopp, ne? So ganz oberflächlich. Es ist also ein nagelneues Gerät mit nagelneuer Technik. Ja? Und die Spiele, die du da spielst, sind quasi deine originalen Module. Die werden dann nicht emuliert, so wie beim Retron zum Beispiel, ja? Sondern die Hardware spielt die Spiele wirklich ab. Das heißt, wenn du jetzt einfach ein NES-Spiel reinballerst, wird dieses NES-Spiel wirklich ausgelesen und nicht emuliert. So, das ist das Coole beim AVS und das Ganze ist nicht ganz billig, ist aber sehr, sehr geil. Hat einen sehr, sehr schönen HDMI-Upscaler drin verbaut, der sehr hochwertig die Games auch auflöst.
Und so weiter und so fort. Jede Menge Special Features und richtig geil. Hätte ich echt auch gerne, zumal das auch noch kompatibel ist mit Famicom-Titeln. Und ich meine, das ist echt der Traum eines jeden Nintendo 8-Bit-Freaks, so wie mich auch. Und irgendwann werde ich mir das Teil auch definitiv mal holen, aber momentan war es eben noch nicht so weit. Ich habe aber ein paar Spiele mitbestellt, denn bei RetroUSB.com kann man auch Spiele bestellen. Und da ich wusste, dass der Björn sich das Gerät holt, habe ich gesagt, weißt du was? Oder er hat mich gefragt, ey, ich bestelle mir das jetzt. Willst du auch was haben? Ne? Versand ist aus den Staaten und ja, ein bisschen Versand sparen. Why not? So, und jetzt ging die Reise los. Das erste, was ich mir gekauft habe, ist es richtig geil. Habt ihr schon vielleicht in meiner Roomtour gesehen? Battle Kit. Battle Kit 1, Fortress of Peril von Zivac Games, ein Homebrew, ein komplett von null an quasi selbst erstelltes, neu gemachtes und neu programmiertes Game. Ist also kein Hack, der irgendwie auf einem anderen Spiel basiert, sondern es ist ein komplettes neues Spiel. Und ich finde es mega geil, wie das aussieht. Ne? Also es kommt in so einem halbdurchsichtigen, knallgrünen Modul. Case-Gehäuse, ne? Das finde ich total gut. Platine ist neu, das ist alles hochwertig. Da ist also keine NES-Card für gestorben, sondern das ist wirklich wie aus dem Ei. Ne? Das Label ist hochwertig gedruckt und richtig schön eingepasst. Das ist wirklich kein billiger Scheiß. Und man sieht, dass da wirklich Liebe drin steckt, wenn man sich zum Beispiel die Anleitung anguckt. Es ist also eine 12-seitige farbige Anleitung, die die Geschichte so ein bisschen erzählt. Ne? Greetings NES Enthusiasts und ach ja, da geht einem doch das Herz auf. Ne? Also ich guck gerade mal, dieses Projekt startete im Oktober 2008. Ne? Also das Spiel bzw. die Spieleentwicklung ist jetzt auch schon 9 Jahre her. Hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das Ganze kam in so einem Retro-USB-Staubschutzschuber-Ding. Und hat mich sehr, sehr gefreut. Wollte ich schon lange haben. Ist nicht ganz billig, Freunde, wenn ihr euch die kauft. Mit Versand und so weiter und so fort. Die kosten ein bisschen was. Aber es ist eben auch wirklich richtig geiles Zeug. Und dann war ich schon mal dabei und war gerade irgendwie ein bisschen in Shopping-Laune. Und Freunde, was gab es noch als nächstes? Battle Kit 2. Es gibt nämlich auch einen zweiten Teil. Battle Kit 2 Mountain of Torment heißt der. Und der kommt auch in so einem schönen türkisfarbigen, halbtransparenten Gehäuse. Auch wieder, ne? Absolute Liebe zum System, absolut geil gemacht, absolut geiles Label, schönes Artwork, richtig geil. Hier gibt es sogar eine 20-seitige farbige Anleitung dazu. Freunde, was soll man dazu sagen? Voll nice. Die Spiele haben mich zusammen auch 80 Euro gekostet, muss ich dazu sagen. Ist wie gesagt nicht ganz billig, aber für Leute, die das abfeiern, ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Ja, und dann ging der Björn hin und hat mir das eben geschickt und hat mir noch eine kleine Channel-Spende reingepackt. Und zwar, Freunde, was für eine. Er hat nämlich die Spiele einfach nochmal ein bisschen aufgewertet und mir dazu, ohne dass ich ihn irgendwie gefragt habe oder dass ich auch nur irgendeine Form der Vorahnung gehabt hätte, die OVPs mit reingelegt. Die OVP von Battle Kit und Battle Kit 2. Und ich habe mir die inzwischen hier in solche Schutzhüllen gepackt und ja, das ist einfach natürlich richtig geil. Da kann ich die Spiele sehr, sehr, sehr geil mit in mein Regal stellen, in die Sammlung stellen und habe sie wirklich komplett hier jetzt mit Anleitung und OVP. Und das hat mich echt richtig geflasht. Und das war noch nicht mal alles, denn er hat mir noch eine OVP reingelegt zu diesem Spiel hier. Sweet Home, das hat er mir schon zum Geburtstag geschenkt. Ein Übersetzungs-Hack des Famicom-exklusiven Survival-Horror-RPGs, ja, ist auch ein bisschen schräg, dass es sowas überhaupt gibt, ne, Sweet Home, vielleicht zeige ich euch das nächstes Jahr mal in der Halloween-Folge oder so, und, Vorfahre von Resident Evil sogar, ist also ein richtig schönes Haunted-House-Spiel, ne, mit einer Geister-Villa und so, und du bist da in so einem Team unterwegs und ja, aber wie gesagt, zu viel will ich auch nicht verraten. Und dazu hat er mir, damit es eben auch ein Sweet Home hat, dieses Modul, hat er mir die OVP auch geschickt. Ist natürlich klar, ne? Das Original-OVP gibt es dazu nicht, ne? Wie gesagt, es ist eben ein Hack und das ganze Label-Artwork und sowas ist halt, ja, quasi nachträglich entstanden. Und diese OVP ist sehr hochwertig gedruckt, aber eben natürlich auch, klar, kein Original. Warning, this game contains scenes of explicit? Violence and gore. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr übles Spiel für seine Generation. Ja, Freunde, das waren meine Delikatessen aus meiner heutigen Pickup-Folge. Und ich finde, heute hat sich das mal richtig gelohnt. Also voll geile Sachen. Schöne aktuelle Games. Schöne
Retro-Games, ein paar geile Anleitungen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch noch viel Spaß heute bei dem, was ihr vorhabt. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen hier zocken. Ich glaube, ich spiele gleich mal ein bisschen an meinem PS4-Spielen ein bisschen rum. Mal sehen. Und später gönne ich mir vielleicht noch mal eine Runde Battlekit. Die Spiele sind übrigens bockschwer. Ich melde mich für heute erstmal ab. Freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch alles Gute. Euer Commander Marcel. Macht's gut. Viel Spaß. Ciao. 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 Ciao, Freunde.